Meine alte Petzl-Taktika oder Ticker oder wie auch immer die geheißen hat mit dem Rotlicht, die ist leider kaputt. Daher habe ich Platz für was Neues. Und wenn dich interessiert, was diese Lampe, meine neue Petzl-Lampe, die Aktika kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, kein Spaß, die habe ich seit Jahren, 5 Jahre locker, länger. 8 Jahre, 9 Jahre lang habe ich diese im Einsatz und jetzt hat sie ihren Geist aufgegeben und ja, die war super. Und ich wollte wieder eine Petzl-Lampe haben und habe jetzt lang herumgesucht und habe die Arktika gefunden. Und die hat auch den Vorteil, dass sie relativ leicht ist, dass sie ein Rotlicht hat, dass sie da nicht diese Querstrebe hat. Ja? Das heißt, man kann sie sehr schön herum über den Hals geben, wenn man sie nicht erwürgen will, aber egal. Echt super und hat auch noch Multi-Use mit einem Pfeifer dazu, also wirklich super. So, diese Lampe hat es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du ganz normales Weißlicht verwendest, ja, in 3 Helligkeitsstufen. Wir schauen uns das draußen auch an. Und es gibt die Möglichkeit, dass du umstellst auf Rotlicht und noch einmal auf so ein Rotlicht blinken. Aber das ist wahrscheinlich für jemanden, der joggt, damit ihn alle gut sehen. Aber für mich im Outdoor-Bereich ist das wahrscheinlich ein bisschen egal. Gut. Das war mir sehr wichtig und das funktioniert auch. Und es funktioniert bei dieser Arctic Core auch so, es gibt da 2 Versionen, aber ich komme gleich dazu, dass man das Rotlicht einschalten kann, ja, ohne dass man das Weißlicht einschaltet. Es gibt nämlich auch von Petzl einige Lampen, das habe ich kennengelernt, da muss man zuerst das weiße Licht einschalten, damit das rote kommt. Macht mich wahnsinnig und daher ist das für mich eine Frage gekommen, die ist aber cool. Die kann das, wie du gesehen hast, und es gibt eben die Funktion mit dem Core, das heißt, du hast hier die Möglichkeit, einen Akku, der auch im Lieferumfang enthalten ist, das Ganze zu nutzen, oder wenn du ihn rauskriegst und nicht so Batschhandel hast wie ich, also tollbatschig bist, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du hier mit 3 AAA, also AAA-Batterien arbeitest. Gut, und es gibt die Lampe in 2 Ausprägungen, also entweder nur so mit AAA, ohne Akku, und es gibt auch die Möglichkeit eben mit Akku, und die habe ich mal gleich gecheckt, weil ich das mit dem Akku eigentlich recht lustig finde. Da ist auch gleich im Akku der Anschluss für den Micro-USB, das heißt, ich kann das an der Powerbank oder auch direkt auf meiner Solaranlage sozusagen aufladen. Das ist einmal super und jetzt gehen wir raus und schauen uns an, wie der Lichtkegel ausschaut. Ja, ich habe die Lampe gleich einmal in die höchste Stufe gestellt, also das ist das Maximum und ich bin an dem Platz, wo ich immer meine Lampentests mache, und da kann ich gleich dazu sagen, ich habe natürlich Lampen, die deutlich heller sind als diese Petzl-Lampe. Aber das ist auch total okay, denn ich kann 25 Meter sind das bis da nach hinten, ganz gut ausleuchten, sehe alles sehr, sehr gut. Also für eine Stirnlampe absolut ausreichend, meiner Meinung nach. Gut, jetzt schalte ich sie mal aus, schalte sie noch einmal ein und da kommt dann gleich automatisch der Mini-Modus. Und der ist so, dass ich im absoluten Nahfeld ausleuchten kann. Den Boden sehe ich jetzt gerade noch, das wirst du, du siehst das wahrscheinlich gar nicht. Das ist einfach so leicht, gerade einmal, dass man halt einfach ein Licht hat. Und das ist für den Nahbereich, wenn du eine Karte nachschauen willst oder in der Tasche was suchst, absolut ausreichend. Gut, schalte wieder aus, schalte wieder ein. Und das ist jetzt der zweite Modus. Der geht schon, wie du siehst, ein bisschen weiter. Ja. Da kann ich den Weg zum Beispiel ausleuchten. Wenn ich sage, okay, ich gehe in der Nacht Wanderweg wieder zurück oder was auch immer, oder will Wasser holen beim Bushcraften oder ich weiß nicht was. Das ist der Wegausleuchtbereich und das geht wirklich sehr, sehr gut damit. Ja? Und dann, wie gesagt, es gibt eben den dritten Modus und der geht auch ein bisschen suchscheinwerfermäßig sozusagen, aber natürlich nicht von der Lichtstärke, aber vom Einsatzbereich. Gut, das ist alles mal gut. So, und jetzt gibt es noch den Modus, dass ich gleich auf Rotlicht umschalte, das siehst du jetzt wahrscheinlich auch in der Distanz nichts, weil da ist in der Distanz nichts zu sehen. Das ist wirklich nur für den absoluten Nahbereich, dass ich in einer Tasche was suche oder auf der Karte was nachschaue und das war's dann auch. Ja? Und mehr gibt es dazu nicht. Also das ist einfach so und das kann man nicht ändern. Und wenn du dieses Einsatzgebiet so in der Art und Weise auch brauchen kannst, dann ist die Lampe absolut top. Ja, was ist nun mein Fazit zu dieser Lampe? Würdiger Nachfolger für meine Taktika, glaube ich, heißt die. Ich bin richtig glücklich damit. Ich habe sie ja jetzt schon einige Wochenenden im Einsatz gehabt und bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das ein cooles Produkt ist. Ich weiß es aber noch nicht.
Ich werde es in der Langzeittest aufnehmen, so wie immer bei Produkten, die Potenzial haben, und werde dir dann ganz einfach darüber berichten. Sie ist sehr leicht, kompakt, super. Link zu dem Produkt findest du unten, also wenn du auch auf der Suche nach einem pfeifenden Stirnlampendings bist, das Rotlicht kann, dann bist du vielleicht ganz gut bedient, musst du wissen. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, hast du diese Arctic im Einsatz, die Core oder die nicht die Core? Was hältst du davon? Erzähl mir ganz einfach was, das wäre ganz, ganz fein. Ich sage danke fürs Dabeisein, Link zum Produkt findest du unten. Abo, paar andere Videos zum Anschauen, danke, dass du dabei warst. Bis bald, ciao.